Ja, genau, so ähnlich sollte es klingen, wenn Donkey auf der Strecke losbrettert, Freunde. Willkommen zurück zu Mario Kart 64. Wir haben die Hälfte des Let's Plays eigentlich schon hinter uns. Sofern kein Let's Battle mit Lodi erfolgen sollte. Aber hätte ich voll Bock drauf, wieder mal so richtig schönes Battlen, wo wir uns das letzte Mal so extrem kaputt gelacht haben. Wer nicht auf dem alten Kanal einfach mal, oder überhaupt Let's Battle Mario Kart 64 suchen, da findet man mein Video bestimmt auch mittlerweile. Habe ich allerdings nie geguckt. Aber gut, jetzt erstmal, let's go for the monkeys. Jetzt mit extra viel Bananeninhalt, ne, extra viel Zucker. Gib dem Affen Zucker, ne, oder wie die denn sonstige Sprichwörter so heißen, ne. Und, oh, fail. Ich wollte einen Blitzstart. Das wurde leider nix. So, jetzt so 150 CC unterwegs, wir haben jetzt so locker 70 km/h drauf. Sind also faster denn je. Abum! Wer ist noch richtig schön abkürzen. Ein Pilz schießt bis auf 80 km/h hoch, ist ziemlich cool. Hat Style, Mann. Badababam. Hi, Bowser. Was suchst du denn hier vorne? Hast du ja gerade schon suchen. Yeah, Items. Vorne Röse und so. Bam! Oh, ich hab mich fast selbst getroffen. Annyeong! Bam, frisst das. Und du das hier. Komm, Luigi, komm ran. Bam. Ja, so geht das. Man muss bloß richtig schießen. No, no, no. Denn geht das richtig megamäßig, pornomäßig ab. Badam, badam. So, wer ist jetzt hier? Wer hat Bock auf Schmaul und so, ne? Da ist übrigens meine Karte wieder. Ach, wir können ja jemanden Tacho drin lassen. Mal gucken, wie schnell wir fahren. Ich hab früher immer mit Tacho gespielt, bei Speed und so, ne? Staunen, obwohl ich eigentlich so ein Speedy-Junkie bin, bin ich eigentlich kein großer Sonic-Fan. Also, kein großer ist nicht wahr. Ich hab den Anime Sonic X gesehen, der damals noch auf Jetix lief, oder wie das hieß. War irgendwie früh sonntags immer bei Kabel 1 und so. Ach, das war noch Zeit. Da kam auch nochmal Shaman King und sowas. Ach, das war cool. Das waren richtig geile Zeiten. Zu der Zeit ist sogar meine Mutter mal extrem gerne früh aufgestanden, weil meine Mutter ist extrem freaky und so, ne? Na, na, ich könnte so ein paar Details erzählen, aber ich glaube, dann würde sie hemmungslos sich einen YouTube-Kanal stellen und petzen, wie ich heiße. Das wäre schlecht und so, ne? Deswegen prinzipiell sollte ich vielleicht so ein paar Secrets für mich behalten, aber irgendwie kommt mir das extrem schneller vor, gleich, muss ich sagen. Könnte natürlich auch sein, dass die Parts jetzt nochmal kürzer werden, weil wenn man schneller fährt, also die Runde auch schneller rum in der Regel. Und irgendwie holt mich gerade keine Sau ein. Ist das normal? Na 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 na. Mamma mia! Oh, er steht auf Bananen. Ih, du bist schwul! Also jetzt nicht, dass ich was dagegen hätte und so, ne? Aus meiner Arbeitszeit kannte ich mal einen Schwul, den ich gar nicht schon mal erzählt habe. Wie der hieß, muss ich jetzt nicht verraten und so. Obwohl, eigentlich nicht schlimmer, weil der hat sich sowieso mal selbst geoutet. Ist ja recht selten, dass Leute denn offen mit ihrer, naja, wird ja von vielen immer noch als abnormale Form angesehen. Ich find's auch nicht normal, aber ich würde es jetzt nicht irgendwie als Krankheit oder als Fluch oder so ein Rotz bezeichnen, wie manche extremen Leute das dann immer zu bevorzugen. Übrigens ganz easy, gerade die erste Strecke erstmal gerockt und so, ne? Voll Porno-like. Voll pornorös, ey. Aber ich stehe dazu relativ neutral, muss ich sagen. Ich meine, ich muss jetzt nicht zwei sehen, die sich... Zwei schwule Knutschen, das ist jetzt nicht so gerade meine Favoritenvorstellung, die ich im Kopf sehen muss. Das ist ja jetzt nicht so prickelnd, das ist wie die eigenen Eltern im Bett erwischen und so, das Alten jetzt nicht so prickelnd, ne? Ihr wisst schon. La 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 la. Oder von den Eltern selbst im Bett erwischt werden, das ist natürlich noch beschissener. Also jetzt natürlich nicht alleine, versteht schon. So, Achter. Alter, wieso bin ich ausgerutscht? Frisst das! Wer auch immer ins trifft, natürlich trifft gar keinen. Oh, fuck, ich hab mich selbst getroffen. Bam. Hä, wo ist Luigi hin? Ah, boom. Ey, warte, ich hab beide rote Panzer an den Typen verloren. Oh, du Spaß, Alter. Oh, Luigi, du Bastard. Du hässliche Schlüpper, Alter. Jetzt ist er erstmal eiskalt. Achso, er gewonnen. Du hast doch einen Raptor, Alter, Stinker. Bam, 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 badadam, bam, bam, bam. Oh, da hinten kommt der wieder Bowser, der will auch wieder mitmischen. Ja, los, komm her, bam, Maul. Da ist er, hey, Luigi. Ah, bam, bam, boom, bam. Nicht getroffen, toll. So, jetzt aber, bam, voll ins Face, instant gekillt. Ich bin wieder erster Mann.
Ja, Mann, ich sag dir, so muss das sein. Alter, neben Donkeys Motorgeräusch hört man überhaupt nicht die Hintergrundmucke. Na 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 na. La 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 la. Oh Gott, da kommt Donkey wieder. Ach Quatsch, Bowser. Hab ich übrigens letztens einen Facebook-Link geschrieben, fand ich so geil, dass mir letztens spontan eingefallen. Nintendos hauseigene Wodka-Marke. Bosgachov. Fand ich cool, da bin ich letztens mit dem Kumpel drauf zusammengekommen. Fand ich ziemlich geil, die Idee. Wäre doch geil, wenn Nintendo einen hauseigenen Wodka hätte. Ich glaube, die Japaner kennen ja gar keinen Wodka. Ist doch was, russisch. Wenn die Asiaten hier, da haben die dann eher Sake und so ein Zeugs. Was übrigens, was ich mal bemerken möchte, extrem lecker schmeckt irgendwie. Diese ist ja, ja, man sagt ja Reiswein, übersetzt mehr oder weniger Sake, ist ja irgendwie ja, Reiswein, wenn man so will. Schmeckt gar nicht so schlecht. War ich einmal auf, ich glaube auch schon mal erzählt, auf der Hochzeit von meinem Großcousin in der Nähe der Schweiz da unten in Konstanz. Weiß nicht, vielleicht wohnt da einer in der Ecke, wenn ja, dann grüße euch mal und so, die an die Konstanzer oder wie die heißen. Das hat mich bestimmt voll in die Scheiße reingeritten. Und da mal in der Nähe der Schweiz unterwegs, man, hätte ich damals Michael schon erkannt, der hätte den mal besucht. Der wohnt ja nicht so weit weg von der Grenze, glaube ich, also weil ich das mitbekommen habe, mal. Ich meine, ich habe zwar keine Ahnung, wie die, na, ihr wisst schon, die Schweizer Bundesländer, die heißen ja irgendwie Kanton oder so. Haha, Kanto-Liga und so, hahaha. Ja, okay, komm, wir vergessen den Insider. Jedenfalls durfte ich da mal in einem Asia-Restaurant mal so eine Karaffe Sake probieren. Schmeckt echt lecker, das Zeug, irgendwie, hat Style. Und der natürlich frisch aufgeheizt und so, boah, der zieht aber echt weg, das Zeug. Aber jetzt hier nicht zum Nachprobieren, ne? Das müsst ihr auch direkt im Asia-Restaurant, weil ich kann mir vorstellen, das gibt bestimmt auch irgendwie so zu kaufen im Asia-Laden, denn so selber zubereitet. Aber das ist nicht dasselbe wie im Restaurant, das ist doch ehrlich gesagt nie. Wenn man mal ehrlich ist. Irgendwie, Freunde, kommt euch das auch gerade so laut vor? Ich mach mal ein Müh leiser. So, erstmal hier schön durchs Wasser gefahren, dann erstmal den Affen hier waschen. Schön die Triebe hier reinigt. Also jetzt sind wir natürlich beim Affen, jetzt sind wir beim Auto, weil das wäre nicht so günstig. So, hey, Bananenstaude, wer will? Bananas free for all, ey, halt, oh. Wenn ihr Bananen wollt, müsst ihr hinter mir bleiben. Hinten anstellen, sozusagen. Hinten anstellen, und ist auch wieder eine super Name für eine Schwulenbar. Oh, als zweiter im Blitz ist ja Porno. Das ist überhaupt nicht fail, oder? So, jetzt haben wir schön Drifting-Speed hier, Alter. So. Ich heb mir den Pilz mal auf, weil hier gibt's auch eine Abkürzung, möchte ich gerne mal ausprobieren. Damit kann man ziemlich gut abkürzen und das ist eine legale Abkürzung, Freunde. Aber da kann man halt nur mit Pilz rein. Ich glaube auch nur bei erhöhten Geschwindigkeiten, also 50 cc habe ich es auch mit Pilz mal nicht geschafft. Ich muss zugeben, ich habe auch gerade eine ziemlich gute Möglichkeit zu versuchen. Ich habe ziemlich viel Vorsprung. Gehe also nicht zu viel Risiko ein, so das müsste jetzt gleich hier um die Kurve sein, glaube ich. Na 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 na. Erstmal Luft holen. Bam badam bam badam bam 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 badam bam badam badam. So, jetzt, Freunde, die Piste hinauf und... Ah, geil, geschafft und passt auf, jetzt. Hahaha, Porno. Monkey ist ein voll Porno-Cheater-Mann. Ja, erinnert an Konka gerade so ein bisschen. Twam! Ah, Doggy switcht in ihr Ziel, aber trotzdem ist er erster. Mittels dieses kleinen Abkürzungstricks konnte ich gerade ziemlich safe erster werden. So, mal gucken, ob ich wieder beim Kalimari Desert wieder voll extrem in Führung gehe. Ich habe einen Comment bekommen, dass das anscheinend ein Bug sein soll, dass wenn man irgendwie vorne ist, die PCs nicht mehr hinterherkommen und so. Boah, kann ich mir vorstellen, war beim N64 früher auch immer schon so. Ich dachte, das ist jetzt ein Bug vom Emulator teilweise, aber nee, früher erinnerte mich das auch. Da war das auch mal so. Dass die PCs grundsätzlich immer hinten hängen geblieben sind. Und, obwohl die Strecke ja nicht sehr easy ist, ne? Meine, hier ein bisschen kreisförmig und so, ne? Da muss man berechnen, dass eins davon die Bahnstrecke ist. So, mal gucken, ob es wieder so läuft. Aber ich habe auch schon die Pläne bekommen, dass wenn die PCs außerhalb der Sichtweite sind und erster sind, dass sie dann extrem schnell fahren, die man praktisch nicht mehr einholen kann. Bremsen, 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 bremsen. Aber Yoshi voll rein. Du bist ein altes Schwein. No. Obwohl, na, ist Yoshi wirklich alt? Er ist ja aus Yoshis Story erst aus seinem Ei geschlüpft, ne? Oh, durch da, durch da, durch da. Boom. Tschüss, Leute. Anjong, abkürzen. Und hier einen Kaktus umfahren. Haha, lol. Geil.
So, ich bin wieder extrem weit vorne. Jetzt dürfen die PCs wieder mit diesem Bug nicht hinterherkommen. Mal gespannt, ob das klappt. So. Abgeschissen. Na, na. Vielleicht kommen die einfach nur nicht über die Schienen und kriegen so immer da aufs Maul. Ich weiß das echt nicht. Auch wenn wir so Luigi und Bowser schon auf dem Weg, mich aufzuholen. Aber zugegeben, ich bin gerade ziemlich weit vorne hier. So, hier schöne Banane hinlegen, wenn einer ausrutscht, kracht da mitten in den Zug rennen. Frag mich nicht, warum kommen die nicht daher? Müssen die da im Zug stehen bleiben oder was ist los? Na, na, na. Auf jeden Fall tritt dieser Fehler anscheinend wieder ein. Die kommen wieder nicht hinterher. Guckt euch das an, ich bin da hier fast, weiß ich nicht, fast eine halbe Runde vorwärts. Das ist extrem pornorös. Ja, Fail und so. Hier eine zweite dazu. So, hier schön Bananen. Bananen gibt's von Donkey Kong. Doch jede Menge in Massen. Oh yeah, letzte Runde und die kommen überhaupt nicht hinterher. Ach ja, hat Style. Hey, den Zug, den schaffe ich noch. Anjong. Schön. Ey, jetzt bin ich wirklich eine halbe Runde vorne. Die holen mich einfach nicht ein. Na, 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 na. So, wo kommt der Zug? Ah, lange hinter mir. Hab den erster bald hier überrundet, wenn es so weitergeht. Vielleicht schaffe ich Toni noch. Ja, das schaffe ich. Los, komm, go on. Monkey. Das schaffst du. Du bist doch ein Affe. Ach nee, den schaffe ich nicht mehr. Dann müsste der vorne jetzt irgendwie aufs Maul kriegen oder so. Nee. Aber fast überrundet. Hat Style und so, ne? Ey, wie viele Sekunden hat jetzt Vorsprung? Du willst mal sehen. Auf. Alter, ich hab Tota wirklich fast überrundet. Der ist kurz vor mir gerade. Ey, wie Porno. Ich hab überholt. Ist ja geil. Hat Style, hat richtig Style. 2,33, 3,3. 30 Sekunden Vorsprung. Eiskalt, erster. Donkey fährt sie ganz gut, aber das Motorgeräusch ist voll nervig. Voll der Moped-Modus hier. Oh, da hat mich Toni wieder überholt. Ja, da kommen die ganzen anderen PCs, oh, alles schon überrundet. Das nenne ich mal pornorös. Das war extrem kurz, finde ich. Aber ist ja die erste Strecke immer ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Weil die Rennen hier noch ziemlich klein sind, denke ich mal. Von daher entschuldige ich jetzt, wenn der Part vielleicht nicht ganz so groß und so lange ist, aber was soll's? Hauptsache ich krieg den Goldpokal. Ich will ihn stellen in meinen Schrank. Na, 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 na. Na, na, na. Der Donkey, der zieht blank. Badam, bam. Oh, flup, flup, flup. Schön die 2D-Sprites aufs Treppchen gestellt. Da, 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 haben sie auch so ein Pappmaché-Schild. So, ich hätte gern bitte meinen Pokal. Bam, badam. Was übrigens so ziemlich creepy ist, wenn man Zweiter oder Dritter ist, dann spuckt einem, oh, der Pokal wird größer. Heißt, es passt mehr Wein rein, hat Style und so. Ne, was ich eher sehen würde, wenn man auf dem zweiten Platz steht, dann kriegt man den Silberpokal und der Erste kriegt gar nichts. Ich dachte immer, also zeitlang, was heißt, dachten, das wusste ich eigentlich. Aber ich dachte mal, eigentlich kriegt er der Erste mal Goldpokal, aber wenn du Zweiter wusst, kriegst du den Pokal, der Erste kriegt nichts. Voll cool irgendwie. Oder man das Spieler bevorzugt. You placed first. Und damit den ersten 150 CC Cup. Ihr düdelt. War doch kein Thema, oder? Habt ihr was anderes erwartet? Ich nicht. Mario Grand Prix. So, wir haben alle Characters eh mal durchgegammelt. Ich würde sagen, Quietschü. Wir haben Zeit für Yoshi. Und zwar auf der nächsten Runde in Toad's Turnpike. Jo, da turnen wir wieder mal ein bisschen rum und so. In Frap Snowland und Chocolate. Was, Frap? Was ist mit Fraps? Choco Mountain und Mario Way Raceway, ne? Da rasen sie alle rum. Wir freuen uns wieder mal im nächsten Part. Bis dann, macht es gut. Haut rein. Tschüss, Sikowski und ciao.